Das Bild aus dem New England Journal vor 2 Wochen ist ein MRT von einer Frau, die ist 29 Jahre alt und hat vor 4 Monaten entbunden und merkt eine nicht schmerzhafte Masse, die aus ihrer Vagina herausragt. Und wenn wir uns dieses Bild angucken, was wir hier sehen können, hier ist Kontrastmittel in der Vagina und hier ist Muttermund, das können wir erkennen, dieses Rektum hier. Und Kontrastmittel auch in der Blase und dann ist dieses komische Gebilde hier zwischen Blase und Vagina. Und im Angebot sind unterschiedliche Sachen hier, Zysten und Urethra, Divertikulum und ähnliches. Aber das Einzige, was in Frage kommt, ist eine Gärtnergangzyste. Und das ist auch die richtige Antwort. Und dies ist eine Zyste, die sich bildet an den Resten des mesonephrischen Gangs. Und dieser Gang hat unterschiedliche Zwecke in Männer und Frauen. Und das können wir uns mal angucken. So sah das dann hier grob aus. Hier ist wieder dieses MRT-Bild und hier ist diese Gärtnergangzyste und ein Teil davon ragt aus der Vagina heraus. Und dies sind Überbleibsel von dem mesonephrischen Gang von Wolf. Und bei Männern bildet dieser Gang dann Vas deferens und Epididymus. Ist hier noch ein bisschen weiter erklärt. Und wenn diese Dinger groß genug sind, dann sehen sie so aus, als wären sie in der Mittellinie. Die sind natürlich, das ist eigentlich ein bilaterales Gebilde und die Details sind hier gegeben. Also das wurde dann entfernt und der ging es dann danach gut. Die erste Arbeit im New England Journal vor 2 Wochen war diese. Man weiß nicht genau, was man machen sollte mit Patienten, die eine nicht provozierte Thromboembolie haben oder Thrombophlebitis oder Beinvenenthrombosen und ähnliches. Diese Patienten müssen natürlich, sollten antikoaguliert werden. Aber die Frage ist, wie lange? Und das wird heute immer noch debattiert. Zu meinen Zeiten war es 3 Monate danach, bis alles weg ist. Und dann hat man das herausgestreckt zu 6 Monate, um den richtigen Schutz diesen Patienten zu bieten. Und jetzt weiß man nicht genau, ob man die weiter antikoagulieren sollte oder nicht. Man in der Regel hört man nach 6 Monaten mit der Antikoagulation auf. Manche Ärzte behaupten, 12 Monate wäre besser. Und was in dieser Studie gemacht worden ist, ist Patienten mit nicht provozierter Beinvenenthrombose, damit meine ich, die haben nicht unterliegende Krebserkrankung, die haben nicht irgendeinen Beinbruch gehabt, die haben nicht irgendeinen Gips gehabt oder ähnlich, was vielleicht zur Thrombophlebitis führen könnte. Und nach 6 Monaten sind die dann randomisiert worden. Da ist keine echte Placebo-Gruppe, aber eine Gruppe, was Ärzte heutzutage ganz gerne machen, naja, Aspirin hilft vielleicht ein bisschen, so Antikoagulation leicht. Und dann die anderen beiden Gruppen haben niedrige Dosen von Rivaroxaban bekommen, entweder 10 Milligramm oder 20 Milligramm. Und das wurde dann weiter für 10 Monate verordnet. Und wir gucken uns die Patienten an. Das ist eine Körpergewicht und Body Mass Index und ähnliches war so in diesen 3 Gruppen vergleichbar. Und die meisten hatten sehr vernünftige, normale Nierenfunktionen. Die Anzahl an Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion waren wenig. Und hier können wir uns ihre Thrombosen angucken, tiefe Beinvenenthrombosen, ob sie Lungenembolus hatten, ja oder nein. Ja, es ging hier provoziert. Ich habe da vielleicht etwas Falsches erzählt hier. 2/3 waren provoziert.
Das heißt, es gab einen bestimmten Grund, warum die vielleicht tiefe Beinvenenthrombose entwickeln konnten, und 40% war unprovoziert. Dann Anzahl an Hormonverordnungen und ähnliches waren in diesen Gruppen nicht unterschiedlich. Und was dabei rauskam, eigentlich war es nicht viel. Hier unten, das ist die Realität. Und was wir hier sehen, ist die Anzahl an Leuten, die mit ASS dann Rezidiv hatten an tiefer Beinvenenthrombose oder ähnliches, lag bei ungefähr 5%. Das kann man hier in dieser Abbildung kaum sehen. Und mit Rivaroxaban bei diesen zwei Dosierungen ist das reduziert worden zu so 1,5%. Also das ist schon eine Reduktion in Risiko, aber das Auftreten von diesem Risiko hielt sich in Grenzen. Und dann das zweite Endergebnis war das Auftreten von größeren Blutungskomplikationen. Und das war sogar noch geringer. Das kann man hier gar nicht in dieser realen Abbildung kaum sehen. Wenn man das vergrößert, in der Rivaroxaban 20 Milligramm Gruppe war das 0,7%. Und in der kleineren Dosierung war es 0,5% und in der ASS-Gruppe war es 0,3%. Also diese Unterschiede sind nicht statistisch signifikant. Und wenn wir hier uns das angucken, größere Blutungen trat selten auf, P-Wert nicht signifikant und andere Komplikationen. Hier ist ein Patient, hier ist an fataler Blutung verstorben bei der 20 Milligramm Rivaroxaban-Gruppe, aber bei der ASS-Gruppe war auch ein Patient. Und wo diese Blutungen waren, ist hier abgebildet. Diese Unterschiede sind alle nicht statistisch signifikant. So kann man schließen, folgern, dass ja, es gibt ein gewisses Risiko, dass Leute nach 6 Monaten gewöhnliche Antikoagulation noch ein Restrisiko haben, ein Rezidiv zu bekommen. Das wird reduziert durch Rivaroxaban im Vergleich zur ASS-Verordnung. Aber was mich auch beeindruckt hat, ist die Konfliktinteressenzusagen der Autoren. So viele Autoren waren da gar nicht, aber hier Dr. Weiss, der kriegt Gelder von Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Daiichi Sanyo, Ionis Pharmaceutica, Janssen, Merck, Novartis, Portala und Pfizer. Also der verbringt dann die ganze Zeit mit irgendwelchen Pharmavorträgen und kriegt dafür Geld. Und der zweite Autor, bei dem ist die Liste genauso lang. Also das hat mich schon ein bisschen beeindruckt und solche Sachen zeige ich Ihnen meistens nicht, aber hier war das besonders eindrucksvoll. Noch mal eine Frage, ich bin vielleicht nicht mehr auf dem Laufenden, aber bei Venenthrombose, da steht eigentlich Aspirin in Deutschland nie zur Diskussion. Steht nicht durch Diskussion. Frau Gürtler hat recht. Das ASS gibt Plättchenschutz von arteriellen Thrombosen und wird eigentlich für venöse Thrombosen nicht angewendet, aber anscheinend verhalten sich die Ärzte so. Man hat keine Ahnung, was man machen sollte, hilft vielleicht ein bisschen, weiß es nicht genau. Und darum ist diese Studie durchgeführt worden und natürlich von Bayer und Boehringer Ingelheim bezahlt. Aber es sieht so aus, als würden die Autoren auch Gewinne hier erzielen, muss man schon sagen. Dann die nächste Studie geht es um Papillomavirus-Impfung und ob das vielleicht bei Frauen, die dies nicht wissen, das Ergebnis von Schwangerschaften negativ beeinflussen könnte. Und die Dänen, die ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, aber das national verteilt ist und die Daten über ihre ganze Bevölkerung von 7 Millionen Menschen haben, konnten das testen. Nämlich die konnten hier eine Fallkontrollstudie entwerfen, Frauen, die während ihrer Schwangerschaft dieses Papillomavirus-Impfung bekommen haben, im Vergleich zu sehr ähnlichen Frauen, die diese Impfung dann während ihrer Schwangerschaften nicht erhalten haben. Also alles ziemlich kompliziert, aber dies ist eine Fallkontrollstudie und dann haben sie unterteilt
Impfungen in der Frühschwangerschaft oder Impfungen ein bisschen später. Und Endanalyse, ob Stillgeburt, irgendwelche Geburtsdefekte, Frühchen, klein für gestationales Alter und so weiter. Und heraus kam gar nichts. Das bedeutet, dass diese Impfung, auch wenn sie in der Schwangerschaft durchgeführt wird, nicht zu negativen Ereignissen von diesen Schwangerschaft führt. Und das ist beruhigend. Gut. Dann das nächste Paper im New England Journal ging es um die fraktionelle Flussreserve an den Koronarien. Und was ist das? Und wie bestimmt man das? Und was wir hier sehen, hier ist eine Reha-Stenose und die sieht so aus, als wäre sie vielleicht größer als 50% und Patient hat vielleicht Beschwerden, vielleicht auch nicht. Und man legt dann einen besonderen druckempfindlichen Draht über diese Stenose und dann kann man einen Vasodilatator wie Adenosin verordnen und da kann man feststellen, was passiert mit der koronaren Durchblutung. Ist die eingeschränkt wegen dieser Stenose? Und hier sehen wir ein Beispiel, wie das vielleicht aussehen kann. Dann mit Dilatation, dies wäre dann die Flussreserve. Und diese Stenose macht schon hier einen Unterschied im Fluss. Und dann mit der Verordnung von einer Gefäßstütze, wie hier gezeigt, dann ist dieser Unterschied weg. Und das bedeutet, diese Stenose, was Flussreserve anbelangt, von Bedeutung war. Und man fragt sich in der Kardiologie, ist es sinnvoll, auch wenn die Stenosen ziemlich eindrucksvoll aussehen, wenn die keine Konsequenz, was Fluss anbelangt, darstellen, muss man die unbedingt jetzt dilatieren, ja oder nein? Nämlich andere Argumente sind, ja, dass auch Stenosen, die vielleicht keine hämodynamische Bedeutung haben, vielleicht einen instabilen Plak darstellen und dann trotzdem zugehen. Und dies ist ein ziemlich kompliziertes Argument, aber wir haben schon Studien angeguckt, wo man, wenn man Stenosen behandelt, die von einer besonderen Bedeutung sind, dass dies für den Patienten definitiv einen Vorteil bietet. Und was hier gemacht worden ist in dieser Studie, sind Patienten mit akutem Koronarsyndrom, die haben die sogenannte culprit lesion oder die Läsion, die das ausgelöst hat, das wurde behandelt und dann wurden die anderen Stenosen, Leute haben ja häufig mehr als eine Stenose, wenn sie da waren, wurden sie bewertet bezüglich Flussreserve und wenn dies von Bedeutung war, dann wurden diese zusätzlichen Stenosen auch dilatiert und dann hat man geguckt, ob das für diese Patienten von Vorteil ist. Das wäre dann komplette Revaskularisierung im Vergleich zur Infarktarterie alleine Behandlung. Und die Antwort ist hier schon gegeben, nach 12 Monaten komplette Revaskularisierung, die zusätzlichen Stenosen behandelt nach Flussreserve, hat den Patienten einen Vorteil angeboten, war von vorteilhafter Bedeutung und die Stenosen, die die Flussreserve nicht beeinträchtigt haben, haben dann diese Kardiologen in Ruhe gelassen. Und das Endergebnis sieht dann so aus, hier sind die Patienten und Männer und Frauen und Diabetes ja oder nein und Hochdruck und die sämtlichen Eigenschaften, die solche Patienten haben, waren in beiden Gruppen gleich. Und kann man auch gucken, was Folgen anbelangt, größere Blutungen und aber was wir hier sehen, die kardiovaskulären Eigenschaften wurden von dieser kompletten Revaskularisierung verbessert bei diesen Patienten und Gesamtmortalität war nicht anders, aber andere kardiale Endpunkte waren schon
besser in der Gruppe, wo alle Stenosen, die von Bedeutung waren, behandelt worden sind, im Vergleich bei den Patienten, wo nur die Infarktarterie behandelt worden ist. Und das nächste Thema im New England Journal war bronchopulmonale Dysplasie. Und dies sind Lungenkomplikationen bei Frühchen, die beatmet werden müssen. Und diese Zustände kommen zustande, weil sie Surfaktant nicht produzieren können oder weil sie Drucktrauma erleiden durch die mechanische Beatmung oder auch weil sie Volumentrauma erleiden oder weil mikrobiologische Erreger vorhanden sind. Und dies ist ein großes Problem. Bei Kindern, die nur weniger als 1000 Gramm wiegen bei der Geburt, die beatmet werden müssen oder dessen Lungenentwicklung noch nicht gut genug ist, dass sie nicht ohne Unterstützung davonkommen, die haben dann ein Risiko, diese bronchopulmonale Dysplasie zu entwickeln. Und nicht kontrollierte kleinere Studien hatten einen Hinweis gegeben, dass die Verordnung von N3 polyungesättigten Fettsäuren das Auftreten von bronchopulmonale Dysplasie vielleicht verringern könnte. Und wenn wir uns so eine Fettsäure angucken, hier ist der Säureanteil hier hinten und hier ist der Omega-Ende hier oben. Und was wir hier sehen, ist 1, 2, 3 Kohlenatome. Hier haben wir diese Doppelbindung. So ist dies tatsächlich, dies ist dann N3 und dies ist ein ungesättigter Bindung hier. Und also ist dieses ein Beispiel von einer N3 polyungesättigte Fettsäure. Und diese Frühchen sind dann randomisiert worden zu dieser Behandlung oder Placebo-Kontrollgruppe. Und dann hat man geguckt, ob diese bronchopulmonale Dysplasie auftritt oder nicht. Und leider hat diese Behandlung nicht geholfen. Wenn wir uns das genau angucken, diese pulmonale Dysplasie, 49% in der Gruppe, die dieses Fischöl-ähnliches Material bekommen hat und nur 44% in der Kontrollgruppe, so sieht es so aus, als würde diese Behandlung sicherlich nicht diese Kinder schützen vor dieser bronchopulmonalen Dysplasie. Dann Übersicht im New England Journal vor 2 Wochen war Impfverhalten bei Schwangeren. Welche Impfstoffe sollten die unbedingt kriegen? Welche sind vielleicht kontraindiziert? Und im Prinzip gibt man denen ungern lebendige Viren, wie Pockenimpfung zum Beispiel. Und hier sind auch Tabellen, kann man gucken, was sollte eigentlich Routine sein und was sollte vielleicht nicht verordnet werden. Wir haben ja schon gesehen, dass Polyoma-Impfstoff in der Schwangerschaft, hier steht not recommended, aber wir haben eben diese dänische Studie gesehen, dass das eigentlich keine Gefahr bietet. Vielleicht werden sie diese Tabellen dann irgendwann ändern. Und also diese Tabellen sind aufzutreiben und so kann man schwangere Frauen dann beraten, welche Impfungen sie haben sollten und welche nicht. Dann der Fall im New England Journal war dieses Kleinkind, 6 Monate alt, kleiner Junge. Und der, die können sich natürlich nicht so doll äußern, aber der scheint Episoden von Magenschmerzen zu haben. Und dann hat auch ein Stuhlgang, sieht so ein bisschen aus wie, ein Korinthenkacker ist der nicht, aber die sieht so ein bisschen aus wie Korinthenmarmelade. Das heißt, blutigen Stuhlgang. Was ist die Ursache von blutigen Stuhlgang bei irgendjemand, der 6 Monate alt ist? Ja, wahrscheinlich ist es nicht Divertikulose und wahrscheinlich ist es nicht Kolonkarzinom. Und was könnte es sein? Na, man hat diesen Jungen hier untersucht, der hat einen Hämatokrit von 17, ist schon ziemlich eindrucksvoll, hat einen HB von 5,7, 22.000 Leukozyten, auch nicht so doll, und ist stark anämisch und was könnte der haben? Und eines, was man in Betracht ziehen sollte, ist Meckel-Divertikulum.
Und das kann man diagnostizieren mit der Verordnung von Verabreichung von Technetium 99. Und wir können hier das Ergebnis sehen. Hier ist die Leber und hier ist ein Herz, kann man sehen. Und das verabreicht sich auch in säureproduzierenden Gewebe, wie zum Beispiel Magen, wie hier gezeigt. Und dann hat er noch diesen Restüberbleibsel, das irgendwo sein soll. Und das ist ein Meckeldivertikulum und die enthalten auch gastrische Mucosa und die können, bildet sich ein kleiner Ulkus und die können ziemlich flott bluten. Man hätte ja vielleicht auch eine Invagination sich vorstellen können vom Dünndarm. Das passiert auch bei Herrn auf Schönlein Purpura. Das ist auch ein Problem, was bei kleinen Kindern passieren kann. Und bei Meckeldivertikulum haben die meistens keine Schmerzen, wie ich gelernt habe. Oder mit 6 Monaten beschweren sie sich halt wenig. Aber das ist, was es ist. Und so ein Meckeldivertikulum ist der Rest des embryonalen Dotterganges. Und wie viele Zentimeter das ist vom Appendix, muss man als Student immer auswendig lernen und wie sich das bei kleinen Kindern und Erwachsenen unterscheidet. Und wenn üblicherweise, wenn man für Blinddarm operiert wird, dann guckt der Chirurg gleichzeitig, ob ein Meckeldivertikulum vorhanden ist. Und wenn er einer vorhanden ist, dann freuen die sich alle, nämlich dann können sie das auch noch entfernen. Und das ist die Geschichte dazu. Also dieses kleine Kind hat ein Meckeldivertikulum. Diese nächste Arbeit fand ich toll. Und dies ist ein Lancet Paper. Das war vor 2 Wochen. Und alle Leute, die sich mit akutem Nierenversagen beschäftigen, wissen, dass jodiertes Kontrastmittel akutes Nierenversagen auslösen kann. Und eine ganze Reihe von Sachen sind ausprobiert, in der Hoffnung, dass eine Renoprotektion oder Nephroprotektion entstehen könnte, so dass man diese Komplikationen bitte vermeidet. Und eines, was routinemäßig gemacht wird, ist eine Volumenexpansion mit 0,9%iger Kochsalzlösung. Dies ist Dogma. Alle glauben das. Das nennt man eine Hydration oder Nierenspülung oder was auch immer. Und alle glauben, dass dies den Patienten was Gutes tut. Und dies ist auch noch nie verglichen mit Nichtstun. Und in dieser tollen holländischen Studie hat man geguckt, ob diese Hydration, diese Gabe von diesen 2 Liter Kochsalzlösung diesen Leuten hilft oder ob es nur eine Geldverschwendung ist oder ob es vielleicht einen Schaden ausrichtet wie Lungenödem oder sowas ähnliches. So, die Holländer haben dies gemacht, fand ich eine tolle Studie. Und die haben Patienten ausgesucht, die ein Risiko haben oder wo man die Vorstellung hat, wenigstens, dass sie ein Risiko haben, um kontrastmittelinduziertes akutes Nierenversagen zu entwickeln. Darum sind 33% der Leute in beiden Gruppen hier Diabetiker und viele sind über 75 Jahre alt und manche haben auch Diuretika, Behandlung aus unterschiedlichen Gründen und kriegen nichtsteroidale Schmerzmittel und alles Mögliche. Also dies sind Patienten, wo man sich in Acht nehmen muss, dass sie, oder das ist die Vorstellung, dass die vielleicht kontrastmittelinduziertes Nierenversagen entwickeln können. Und dann hat man die randomisiert intravenöse Kochsalzlösung, 1 Liter vor Kontrastmittel, 1 Liter danach, also gang und gäbe. Und die andere Gruppe hat das nicht bekommen. Wer fährt besser? Und dies ist so ein Diagramm. Dieses würde für diese Prophylaxe sprechen und dieses würde deuten, dass vielleicht ohne Prophylaxe fährt man sogar besser. Und das liegt alles auf der Nulllinie. Hier sind die Grenzen von Non-Inferiority, das heißt Statistik, dass da eine Behandlung der anderen Behandlung nicht unterlegen ist. Und hier gucken wir bei den Diabetikern, 0. Bei den Leuten mit etwas eingeschränkter Nierenfunktion auch eine 0. Ob Kontrastmittel intravenös oder in Arterie gespritzt worden ist, auch eine Nullnummer. Hier ist die Leute, die dann noch zusätzliche Interventionen kriegten, wie ein Stent zum Beispiel oder ähnliches, die sehen sogar aus, als wären sie besser fahren
ohne Prophylaxe anstatt mit Prophylaxe. Und diese anderen Sachen sind auch alles Nullnummern. Dann, was wir hier sehen, dies ist die Prophylaxe-Gruppe, die Hydrationsgruppe, und dies ist die Gruppe, die keine Hydration gekriegt hat. Was Nierenversagen anbelangt, ist der P-Wert 1,0, das heißt Zero, nichts passiert. Aber Lungenödem, das passiert bei der Prophylaxe-Gruppe, aber bei der Gruppe, wo man gar nichts gesehen hat. So, im Prinzip kann man folgern, dass Nichtstun ist Tun nicht unterlegen. Zusätzlich dazu ist es vielleicht möglich, dass in der Interventionsgruppe mehr Komplikationen auftreten als in der Gruppe, wo nichts gemacht wird. Finde ich eine wichtige Studie, sollte man sich merken. Dann Übersichtsartikeln in Lancet, da ging es um Multiple Sklerose, Volkserkrankung, ganz wichtig. Und ein Artikel war über Diagnostik, und das beruht natürlich auf MRT und auf Likor-Untersuchungen und Ähnliches. Und ist eine sehr schöne Abbildung dazu, und da kann man sich angucken. Und dann auch Behandlungen und stufenweise Behandlungen, wie man zusätzlich Natalizumab ist gegen irgendwelche Oberflächen, Adhäsionsmoleküle, und bringt aber Probleme mit sich, mit dem Risiko, JC-Virus zu bekommen und Tringolimod und Ähnliches. Und dann letztendlich, heutzutage werden diese armen MS-Patienten, kriegen auch eine Anti-B-Zell-Behandlung mit Rituximab oder mit diesem neuen Präparat, was bestimmt viel teurer ist. Anscheinend ist das Patent auf Rituximab bald ausgelaufen, nämlich hier kommt schon das nächste Zeug, aber es macht das Gleiche, soviel ich weiß. Das wird hier alles diskutiert, und die Mechanismen, die hier eine Rolle spielen, und die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten und Mikroglia und die Kanäle hier, die beeinträchtigt werden, können Sie alles in diesen Übersichtsartikeln nachlesen. Dann der Fall in Lancet war dieser, es ging um ein Patient, der hat ein Thymom, das ist hier abgebildet, und der entwickelt ein komisches Krankheitsbild. Der kriegt Muskelzucken und richtige Spasmen in den Muskeln, und es ist eigentlich eine Myopathie, aber es ist ganz anders als das andere Krankheitsbild, das mit Thymom einhergeht, Myasthenia gravis. Und was diese Leute entwickeln, sind Antikörper gerichtet gegen dieses Oberflächenmolekül hier, das mit elektrischer Entladung zu tun hat. Und dann, man hat das in Heckzellen exprimiert und konnte dann zeigen, dass Plasma von dem Patienten diese Antikörper enthalten. Die hat man auch markiert, und dann hier ist ein Kontrollantikörper auch gerichtet gegen dieses Protein. Und wenn man die zusammenlegt, dann sieht das anstatt rot und grün, sieht das gelb aus. Und dann kann man auch zelluläre Untersuchungen machen. Und also dieses Krankheitsbild, dieses Transmembranprotein war mir auch nicht bekannt, aber hat mich schon etwas interessiert. Das war der Fall in Lancet. Dann das New England Journal Bild von letzter Woche ist dieses Röntgenbild von einem vierjährigen Kind oder so und ohne Kontrastmittel. Und wir gucken uns das an, und was wir hier sehen, ist Nephrokalzinose und Steine überall. Hier ist eine ganze Reihe von Steinen, liegen in diesem Ureter. Und was produziert Nierensteine bei einem kleinen Kind? Und hier im Angebot sind unterschiedliche enzymatische Defekte. Ornithin-Trans-Carbamylase-Mangel und Morbus Pompei. Und Pyruvat-Kinase-Mangel und Ähnliches. Und das Einzige, was für Nierensteine in Frage kommt, ist Hyperoxalurie. Und das ist ein ganz großes Problem, weil der enzymatische Defekt, der mit Glykolatstoffwechsel zu tun hat, findet in der Leber statt. Und diese Kinder brauchen meistens Nierentransplantation, weil die Nieren kaputt gehen durch die Oxalatsteine. Aber da muss man eigentlich die Leber auch ersetzen, sodass sie diesen Defekt dann nicht mehr haben. Und bei Hyperoxalurie Typ 1 handelt es sich um Alanin-Glykolat-Aminotransferase, wo das Glykolat verstoffwechselt wird zu Glycin. Und wenn dieses Enzym defekt ist,
dann bildet man Oxalat und das führt dann zu Oxalatsteinen. Spielt auch eine Rolle bei Gefrierschutzmittelvergiftung, dieser Weg, wo man auch Oxalat-Nephropathie entwickeln kann. Also das dazu. Der erste Artikel im New England Journal diese Woche geht es um multiple Myelombehandlungen. Und Gott sei Dank gibt es heutzutage Behandlungen. Als ich jünger war, gab es keine. Und die gängige Behandlung ist jetzt eine Chemotherapie mit Lenalidomid, Bortezomib und Dexamethason. Und die amerikanischen Hämatologen, die den Unterschied zwischen generischen Namen und Handelsnamen anscheinend nicht wissen, mischen diese Sachen zusammen. Und was die Handelsnamen von Lenalidomid oder Bortezomib in den USA sind, weiß ich nicht. Aber anscheinend fangen sie mit R und V an. Nämlich diese Behandlung wird eine RVD-Behandlung designiert. Und die Frage ist, sollte man frühzeitig diese Patienten auch hier eine autologe Stammzelltransplantation, sollte man ihr Knochenmark rekonstituieren? Oder sollte man lieber einfach RVD-Behandlung machen und erstmal warten, wie es denen geht und dann die Knochenmarkstransplantation erst in einer verzögerten Art und Weise durchführen? Und das war in dieser Studie die Fragestellung. Und hier sehen wir die Patienten, die sind randomisiert worden zu einer frühen Knochenmarkstransplantation, ja oder nein. 350 Stück in jeden Gruppen. Und da, ob sie eine IgG-Myelom hatten oder IgA oder und ob sie Laichketten hatten, ja oder nein. Und was ihre Serum-Beta-2-Mikroglobulinspiegel waren und die zytogenetische Veränderung, das war in den beiden Gruppen gleich verteilt. Und was wir hier sehen, ist, ja, in der transplantierten Gruppe, die gleich sofort transplantiert worden sind, war das progressionsfreie Intervall besser. Aber ich finde diesen Unterschied nicht berauschend. Und Gesamtüberleben, erstens, Gott sei Dank, war das ziemlich vernünftig. 48 Monate, das ist ja wenigstens 4 Jahre, Verlauf von 4 Jahren in einer Krankheit, die früher letal, ja, alle Krankheiten sind aus dem Leben lebendig heraus. Aber 4 Jahre ist schon ein ziemlich gutes Ergebnis, wenn 80% der Leute noch da sind. Aber hier war kein Unterschied mit früher Knochenmarkstransplantation oder verzögerte Transplantation. So kann man sich dann überlegen, ob dieser Unterschied sich lohnt, diese Behandlung sofort zu machen. Transplantation besser. Und für alle Untergruppen, ob es IgG oder IgA war, sah das ähnlich aus. Na gut. Nebenwirkungen. Die waren natürlich ein bisschen höher in der früh transplantierten Gruppe. Aber Gesamtüberleben war nicht unterschiedlich. Dann nächste Thema. Ortenklappenersatz. Und die erste Ortenklappe wurde in 1952 eingebaut. Aber in die Aorta descendens, ziemlich zurückhaltend, das ist ein ganzes Stück weg vom Herzen. Ein Charles-Hufnagel durchgeführt an der Georgetown-Universität. Naja, manche Sachen haben sich schon verbessert. Dann hatten wir diese schrecklichen Aortenklappen und jetzt sind die chirurgischen Aortenklappen viel besser als diese Dinger. Und jetzt kann man die Aortenklappe durch einen Katheter ersetzen und sogenannte TAVR-Verfahren. Und die Frage, am Anfang wurden diese endovaskulären Aortenklappen nur bei Patienten eingebaut, wo die Chirurgen sagten, nö, den machen wir nicht, das ist nichts für uns. Und es hat sich erwiesen, dass diese endovaskuläre Aortenklappenersatz bei diesen hoffnungslosen Patienten hat einen großen Vorteil daran. Und jetzt wird der Einsatz von dieser Technik immer früher vorgeschlagen, ob man vielleicht diese chirurgische Technik nicht mit dieser Technik insgesamt ersetzen sollte. So, in dieser Studie sind Leute randomisiert worden, die eigentlich für beide Behandlungen in Frage kommen würden. Also Leute mit Aortenstenose sind immer noch ältere Menschen, meistens über 75. Aber hier, wenn wir uns die Leute angucken, Nyha-Klasse schon nicht so schlecht. Und
unterschiedlichen anderen Skalen. Also dies sind Patienten, die eigentlich für beide Behandlungen in Frage kommen würden. Anzahl der Diabetiker und eingeschränkte Nierenfunktion und Hochdruck und ob sie schon einen Schlaganfall gehabt haben und diese anderen Sachen waren in beiden Gruppen gleich. Ziemlich große Zahl. 800 Patienten in dieser Gruppe, beinahe 800 in der Gruppe. Und dann gucken wir mal, was passiert. Schlägt TAVR chirurgischer Klappenersatz. Und was wir erstens gucken wir uns mal die Komplikationen an. Und was wir hier sehen, ist, die chirurgischen Patienten brauchen natürlich, hätte man ja vielleicht erwartet, viel mehr Blutkonserven als die TAVR-Patienten. Akutes Nierenversagen, häufiger in der chirurgischen Gruppe. Ob man dann Vorhofflimmern kriegt oder ob man einen Schrittmacher braucht, das ist häufiger in der TAVR-Gruppe. Und diese Sachen sind nicht statistisch so unterschiedlich, aber was wir hier sehen, ist ein Muster der Komplikationen, sind in diesen beiden Behandlungsgruppen nicht die gleichen. Schlaganfall war ich beruhigt zu erfahren, dass das wird hier gar nicht aufgetragen, war anscheinend nicht so gerade das Problem, das wäre mir vielleicht eingefallen. Und wenn wir hier angucken, Disabling Stroke, chirurgische Gruppe sieht ein bisschen schlechter aus, 2% gegen 1%, nicht statistisch signifikant. Unterlegenheit von einer Behandlung im Vergleich zu der anderen, sieht man da keinen Unterschied. Todesursachen auch nicht unterschiedliche, Überlebensrate war in beiden Gruppen gleich. Und was wir hier auch sehen, ist die Ortenfläche war besser in der TAVR-Gruppe im Vergleich zu diesen Aortenklappen, diese mechanischen Aortenklappen und auch die Schweineklappen und ähnliches. Die haben eigentlich nicht die Klappenoberfläche, die dieses TAVR-Verfahren anbietet. Und das könnte auch ein Vorteil sein für die TAVR-Behandlung. So sieht es so aus, als es ist möglich, dass dieses transortale Klappenersatz den chirurgischen Klappen sicherlich macht, schon heute macht den große Konkurrenz, aber vielleicht ist das ein besseres Verfahren. Schlechter auf alle Fälle scheint es bei diesen Patientengruppen nicht zu sein. Dann hier ist eine Auswertung, Sie werden sich an dieser Schlaganfallstudie erinnern, war schon vor ein paar Jahren, wo eine invasive Behandlung von invasiven Radiologen den Patienten, was ihre Rankin-Skala anbelangt, einen Vorteil geboten hat. Jetzt sehen wir das Ergebnis nach 2 Jahren. Und was wir hier sehen, ist, dass die Interventionsgruppe hat ein besseres Rankin-Skala-Ergebnis nach 2 Jahren im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die nicht diese invasive Behandlung bekommen hat. So können wir hier sehen, dass vielleicht ist ein 10% Unterschied. Die Interventionsgruppe fährt besser als die Kontrollgruppe, die haben Lyse gekriegt, aber keine Intervention. Dann Übersicht in New England Journal. Hier geht es um Knochenmarks oder Rückenmarksverletzungen und wie die alle zustande kommen können. Und die Gründe dafür sind hier aufgetragen und Subluxationsschaden und was man dann den Patienten chirurgisch bieten kann und wie man das diagnostiziert und die entsprechende Bildgebung und schönes Review darüber. Und wie man diese Patienten bewertet und was für ein Risiko die haben, wird hier aufgetragen und Bildgebung, was man hier zu sehen vermag und auch bei Patienten mit Tumormetastasen, die Rückenmarksverletzungen verursachen kann und wie man das angeht, das wird alles dann in diesem Review dann bearbeitet. Dann der Fall im New England Journal, dies ist eine 60-jährige Patientin mit Typ 1 Diabetes, geht für eine Routine-Kataraktoperation.
und hatten ein HB von 10. Diabetiker haben vielleicht ein bisschen Anämie, aber nicht ein HB von 10, außer sie haben ein Problem. Krea war 1,9, war ein Anstieg von 1,0, hatten Calcium von beinahe 12 Milligramm pro Deziliter, also Hyperkalziämie. Und dann wird ein bisschen Bildgebung gemacht und sie hat hier dieses Loch im Schädel und dies ist eine osteolytische Veränderung hier und hier auch im Femur. Und wenn man solche Osteolysen sieht, dann denkt man natürlich ans multiple Myelom. Aber diese Löcher sehen ein bisschen atypisch aus für das multiple Myelom. Hat man geguckt, Elektrophorese war okay, kein M-Gradienten, keine Leichtketten, okay. PTH-Spiegel war im oberen Normbereich, der war eigentlich in Ordnung. Dann hat man dieses PET, diese PET-CT-Untersuchung gemacht und der ganze Rückenmark, die Knochen überall, leuchten hier auf. Was könnte denn das sein? Kein M-Spike, Thyreotropin-Spiegel waren okay. Hier ist ein Vitamin-D-Spiegel, war eigentlich ein bisschen auf der niedrigen Seite, ist aber eigentlich auch nicht aufregend. Aber das ganze Skelett leuchtet so auf. Weiß nicht, was es ist. Was induziert Hyperkalzämie? Nicht PTH bedingt? Bitte? Ja, aber okay, sie hat osteolytische Veränderungen, sonstige Knochenmetastasen, Brustkrebs, Prostata, Kolon, Lungen, die machen auch gleichzeitig osteoblastische Veränderungen. Dies waren eigentlich nur Löcher. Hat man eine Biopsie gemacht von einer dieser Dinge. Und was man hier sieht, sind Granulomen. Und Sarkoidose wäre mir nicht unbedingt eingefallen. Das kann natürlich auch Hyperkalziämie machen, aber ich habe noch nie lytische Knochenveränderungen gesehen bei Sarkoidose, aber diese Patientin hatte das. Und die sehen so aus. So hat man sie behandelt. Sie hat 20 Milligramm Prednison gekriegt und diesen Antikörper gegen Rankligand, was osteoklastische Aktivität bremst. Das läuft über Rankligand, Osteopotegerin, NF-KB, ähnliches. Und dieser Antikörper bremst die osteoklastische Aktivität. Donnerwetter. Dann wiederholt man dieses PET-CT nach einem Jahr oder sowas ähnliches und dann sind diese Dinger weg. Der hat auch ein bisschen zugenommen, wie ich hier sehe. Aber das ist ein anderes Thema. Dann hier ist ein Lancet Paper, dieses auch von Bedeutung und es geht um Inkretin. Und das ist ein Darm, es sind zwei unterschiedliche Darmhormone, Glykagon, ähnliches Peptid oder dieses andere Peptid ist das glukoseabhängige insulinotrope Peptid. Die machen was Ähnliches, die stimulieren Insulinfreisetzung, das wird vom Darm produziert. Aber die haben auch ganz andere Wirkungen aufs Gehirn, aufs Herzen, auf den Magen, auf Sättigungsgefühle, Pankreas sowieso und auf die Leber. Und dies ist natürlich von großes Interesse und man ist auf diese Inkretine gekommen durch das Phänomen, dass wenn man eine gewisse Menge an Glucose oral gibt, ist der Insulinanstieg erheblich höher, als wenn man die gleiche Menge Glucose intravenös gibt. Das ist der Inkretin-Effekt. Und das ist seit den 60er Jahren bekannt. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis man diese Hormone gefunden hat, die im Darm produziert werden. Und Sie werden sich dann auch erinnern an den Speichel von der Krustenechse. Von diesem Speichel hat man die ersten Inkretine gewonnen, das Glucagon-ähnliches Peptid. Und das gibt es jetzt als Pharmakon. Und Liraglutid ist einer dieser Produkte und das muss gespritzt werden, aber nur einmal am Tag im Vergleich zu Insulin, dass man mehrfach oder durch Pumpe oder sowas ähnliches geben soll. Und hier ist Liraglutid 3 Milligramm pro Tag verglichen mit Placebo. Und jetzt haben wir einen Bereich über 2 Jahre dieser Behandlung und dabei können wir uns unterschiedliche Sachen angucken.
Und was wir hier sehen, dieses wurde verordnet für Patienten mit Prädiabetes, die noch keinen Diabetes haben, aber sie gehen in diese Richtung. Und was wir hier sehen, ist in der Kontrollgruppe, war die Anzahl an Patienten, Placebo-Gruppe, die dann einen Diabetes entwickelt hatten, erheblich größer als in der Liraglutid-Gruppe, wo das in sehr wenigen Probanden eigentlich auftrat. Und was wir auch sehen, ist Proporz an Patienten, die dann wieder normoglykämisch wurden mit dieser Behandlung. Bei der Placebo-Gruppe passierte das bei manchen, aber bei der Liraglutid-Gruppe passierte das bei der Mehrzahl der Patienten. Und wenn wir uns Hämoglobin, die Glukosespiegel, das sind nüchtern Glukosespiegel, die sind wirklich ziemlich abgekracht bei der Liraglutid-Gruppe und nicht bei der Placebo-Gruppe. Und dies ist Insulinspiegel, nüchtern Insulinspiegel. Und die sind dann auch weniger in der Liraglutid-Gruppe. Wenn man das spritzt, dann gehen die hoch. Aber was wir hier sehen, ist diese Hyperinsulinämie, die man bei Typ-2-Diabetikern sieht, tritt dann weniger auf. Und was mir besonders gefällt an dieser Studie, ist, die Liraglutid-Patienten haben abgenommen. Und beträchtlich. Und das ist alles sehr signifikant. Blutdruck ist besser geworden. Und Insulinspiegel und diese sämtlichen anderen Sachen sind alle besser geworden. Und dieser Gewichtsverlust, schau mal das an, 9,2% des Körpergewichts. Das ist nicht schlecht. Die kriegten alle Beratungen, frisst die Hälfte und was man alles den Patienten erzählt. Das wurde bei allen beiden Gruppen gemacht. Aber die Liraglutid-Gruppe fuhr viel besser. Und dann Nebenwirkungen, hier hätte mich gestört das Auftreten von Pankreasproblemen. Nämlich das ist so ein bisschen im Raum bei dieser Behandlung. Das war aber nicht der Fall. Und diese Flatulenz interessiert mich weniger. Aber dieses Pankreasrisiko, Pankreatitis oder Pankreaskarzinom ist hier nicht aufgetreten. Das sah ziemlich eindrucksvoll aus. Und nämlich hier ist eine Diabetesbehandlung, die anstatt zur Gewichtszunahme zu führen, führt dies zur Gewichtsabnahme und diese anderen Parameter sind auch alle besser geworden. Wir haben ja schon Glyp-1-Studien gesehen, wo harte Endpunkte, kardiovaskuläre Endpunkte bei Typ-2-Diabetiker besser wurden. Hier war das nicht die Fragestellung, dies sind Leute mit Prädiabetes, also adipöse Leute mit etwas erhöhten Insulinspiegel und nüchtern Glukosespiegel, aber noch nicht Typ-2-Diabetiker. Herr Luft, darf ich kurz wenden? Die Übelkeitsrate war aber 15-40% und die Erbrechenrate 5-20%. Das wird wahrscheinlich schon zur Gewichtsabnahme beitragen. Ja, das ist doch eine gute Nebenwirkung. Ich weiß nicht, ob sie so toleriert wird. Na gut, mag sein. Dieses hat mich ein bisschen beschäftigt. Ungleichmäßigkeiten im amerikanischen Gesundheitsversorgungssystem. Und eins, was mich beeindruckt, diese Abbildung finde ich herrlich. 1% der Top-Verdiener in den USA kriegten zu der letzten Jahrhundertwende, 1910, haben die 20% des Einkommens erhalten. Und das zuckelt dann so rum, zwischen 15-20% des Gesamteinkommens wurde von 1% der Amerikaner verdient. Dann gab es die Wirtschaftskrise, dann gab es den Präsidenten Franklin Delano Roosevelt. Der hat erstens ein Versicherungssystem eingeführt, der Kontrollen über die Banken und Ähnliches und hat auch die Steuern von den Reichen etwas erhöht. Hielt sich aber in Grenzen, aber etwas erhöht. Das führte dann dazu, während seiner Präsidentschaft sind diese 20% Einkommen von 1% der Amerikaner auf wenigstens 10%, er hat sich wenigstens halbiert. Und dann Harry Truman und andere haben das noch weitergeführt. Und meine Zeit in den USA war diese, wo 1% der Bevölkerung hat nur 7% des gesamten Vermögens ergattert.
Und dann kam Ronald Reagan und danach bin ich abgehauen. Und dann, jetzt liegt es wieder bei 20%. Das hat natürlich einen Einfluss auf das Gesundheitsversorgungssystem. Und der Donald wird jetzt wieder eine Steuerermäßigung für die Reichen einführen. Dann steigt das vielleicht auf 30%, weiß ich nicht genau. Können wir beobachten. Und die sind, wer gibt was aus für Gesundheitssystem? Und was wir hier sehen, ist seit 2000, die Reichen haben natürlich mehr Geld, die können sich dann auch mehr Gesundheitskosten, Gesundheitssystemsinvestitionen leisten. Und bei den Armen ist das nicht der Fall, weil sie kein Geld haben. Dann hier sehen wir Obamacare. Dann sind die Ausgaben für Gesundheit bei den Armen auch gestiegen, weil die sind ja noch kränker als die Reichen. Okay, ich werde Sie nicht mit diesen Sachen allzu lange quälen. Hier sieht man Millionen von Menschen, wie die versichert sind und der Anzahl, der überhaupt nicht versichert ist, das sind diese 33 Millionen. Und wie viel der Staat dazu schießt oder auch nicht. Und solche Sachen, wenn sie, und wie die sich dann fühlen, die Unversicherten, denen geht es natürlich schlechter als den Versicherten und kann man nach Verdiensten und ist vielleicht nicht so spannend, aber können sie dann die Gerichtsvollstrecker, die kommen, wenn man seine Rechnungen nicht bezahlt, wird hier auch gezeigt und die beschäftigen sich zumeist bei Leuten, die ihre Gesundheitskosten nicht bezahlen. Und na gut, hier sind die Schlüsselpunkte, können Sie selber nachlesen. Dann sind noch drei andere Übersichten über das ähnliche Thema, aber damit werde ich Sie jetzt nicht weiter quälen. Dann der letzte Fall, den wir uns angucken, ist dieser. Dieser Patient hatte typische Angina pectoris. Und der hat auch diese große LCX-Stenose hier. Und der hat sich gewehrt. Der wollte keine Intervention. Es wird nicht genau dargestellt, warum er, bei uns hätte er bestimmt hier einen Stent gekriegt in diese Stenose. Diese Spektanalyse sieht man ja auch hier, was nicht durchblutet ist. Und dann kriegt er eine medikamentöse Therapie. Und dann kommt er rein mit irgendwelchen anderen nicht typischen Brustbeschwerden, kriegt noch eine Angiografie und dann ist das viel besser geworden und seine Durchblutung ist now jetzt in Ordnung. Und damit bin ich am Ende und das war's für diese Woche. Herzlichen Dank, dass